So, hallo und willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe von CQ2. Wollte ich mir eins der neuen Fahrzeuge anschauen, nämlich den 928 S4. Ich persönlich bin super, super Fan von diesen ganzen Baureihen bei Porsche. Sei es 928, 944, dies, das, ihr wisst Bescheid. Alles finde ich sehr coole Fahrzeuge. Entweder mag man sie oder man mag sie nicht, weil sie halt nicht so der klassische Porsche sind. Ne? Das ist halt kein Heckmotor, sondern Frontmotor, meist Transaxle eben mit Getriebe hinten. Und eben halt natürlich ganz anderen ja, Bauform, Baulinie im Gegensatz zu den klassischen 911ern. Aber ich persönlich bin sehr großer Fan davon. Die Dinger werden auch immer teurer, weil die Leute mittlerweile auch verstehen, oh ja, das ist gar nicht mal so ein schlechtes Fahrzeug. Und ja, wir haben den 928 S4 drin. Ich finde das Ding wirklich, wirklich, wirklich geil. Vor allem hat er sehr coole Pop-Up-Headlights. Ich werde euch die gleich mal aufmachen. Dann werdet ihr sehen, die klappen so schön nach vorne. Sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Frosch, aber das ist okay. Und er ist sehr rund gelutscht, muss man sagen. Hat sehr wilde Radkastenformen. Ne? Die sind auch nicht richtig rund. Also Porsche hat mit dem Wagen sich schon ein bisschen, ich sag mal, ausgetobt. Nehmen wir aber heute in diesem kleinen Video mal ein bisschen tunen, weil da habe ich nicht Bock drauf, weil der ist wie gesagt nur reingekommen und den können wir zwar bei Blizzard Rush selber nicht nutzen, weil das natürlich ein Hypercar-Event ist, aber für Street Racing kann man den Wagen sich ja trotzdem mal anschauen. So, ich gucke gerade mal ganz kurz, dass wir irgendwie die Scheinwerfer aufmachen. Wartet mal ganz kurz, Fokus. So, wartet mal hier, da genau, Beleuchtung, plopp. Seht ihr nämlich, die gehen so ganz fancy auf, die machen so klapp, die gehen so einfach nach. Das sind an sich, ich weiß nicht, es sind Klatschscheinwerfer, sind das Pop-Up-Headlights, weil Pop-Up heißt ja aufpoppen und die klappen ja nach vorne. Ist es trotzdem noch ein Pop-Up oder ist es halt kein Pop-Up mehr, ne? Ja, mal ganz kurz in die Kommentare schreiben, Leute, ist das für euch ein Pop-Up-Headlight oder nicht? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, das wollen wir mal ganz kurz geklärt haben. Wir gehen jetzt mal rein und schauen nochmal, was wir mit diesem Wagen anstellen können. Erstmal gucken wir halt die Farben mal durch, weil die Silber ist doch ein bisschen... Ja, jetzt nicht so spannend, würde ich mal behaupten. Da geht ein bisschen mehr. Ich muss sagen, ich mag die Farbtöne aus den Jahren damals halt, weil die sind alle fancy. Dieses Grün hier auf diesem Ding sieht einfach gut aus. Wir machen die, glaube ich, auch nicht rot. Die ist orange-rot. Das ist aber so ein schönes Lachsfarben. Ich nenne es mal Lachsfarben. Ja, hat aber auch was. Wir machen mal dieses Blau-Grün. Das finde ich ganz nice. Das ist schön clean. So. Wir gehen mal rein. Ich bin sehr gespannt, was wir so an Tuning-Möglichkeiten haben. Wir haben eine schöne Carbonara-Haube, meine lieben Damen und Herren. Dann haben wir... der eine ist schick. Der gefällt mir gut. Okay, das Ganze nochmal Carbonara natürlich. Dann haben wir noch so ein bisschen Rennhaube mit Einlässen. Noch mehr Rennhaube mit Einlässen. Ich muss aber sagen, ich finde diese Haube hier sehr schön, weil die sehr schön clean ist. Deswegen packen wir die einmal auf unserem wunderbaren 928. Ich glaube, ich würde auch gerne clean bauen bei dem Ding. Ich glaube, nicht so ein Rennlook bin ich bei dem Auto gar nicht so der Riesenfan von, sondern ich hätte gern so ein bisschen... cleaner Optik, wisst ihr, wie ich meine? Ich habe mir hier kurz rechts neben mir den Greenscreen wieder gefixt. Ich krieg's irgendwie momentan sehr oft auf der Kette, dass der nicht richtig steht und ich das auch irgendwie immer viel zu spät sehe. Na gut, so, Stoßstange. Oh, 15 Stück. Okay, wir haben... Jetzt ist die Frage, wenn ich das hier dran mache, haben wir noch Pop-Up-Headlights oder nicht mehr? Ich muss sagen, die Einlässe vorne feiere ich sehr. Ne, muss ich sagen. Blinker und so brauchen wir ja eh nicht. Oder sind die... Doch, die Blinker sind auch aktiv. Tagverlichter oder was sind das, ne? Gab es das damals schon? Ich weiß gar nicht, was das ist. Müsste aber tagverlicht sein. Oder Nebel, aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde mich jetzt interessieren, ob... Ui, ist nochmal eingesperrt. Aber ich baue die mal gerade ganz kurz ein. Und jetzt gucken wir mal gerade ganz kurz, ob die Pop-Up-Headlights noch funktionieren. Okay, es sind weiterhin Pop-Up-Headlights. Okay, wir verstehen uns. Wir talken dieselbe Language. Okay, super. Dann geht das schon fit. Aber ich mag halt die dunklen Rückleuchten trotzdem. Wo ist jetzt der Unterschied zu dem ersten? Ich bin gerade am überlegen, was er hier macht. Ach ja, unten lackieren. Ah, die Plastikteile sind jetzt nicht mehr Plastik, sondern Lack. Ich hätte aber gerne diese Einlässe mit den originalen Scheinwerfern zusammen, bin ich ehrlich. Die Stoßstange ist gut. Oh, nee, die ist höher als die Originale. Warum soll ich das fahren wollen? Ich will doch nicht höher, ich will tiefer. Guck mal an, wir verstehen uns. Dankeschön, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Wunderbar. Ist zwar ein bisschen Racecore-Optik, aber ich finde, es geht noch. Vor allem der große Einlass unten ist schon ziemlich geil. Der passt aber auch gut zur Haube, muss man sagen. Ui, habe ich gesagt, ich würde keine Racecore-Optik fahren? Bin ich derjenige, der sich immer einmal von 5 Minuten seine komplette Meinung ändert? Das kann durchaus vorkommen, liebe Leute. Das sieht leider sehr geil aus mit dem... Ist das ein Luftpilz oder der Ölkühler? Das ist der Ladeluftkühler auf jeden Fall. Das ist der Turbolader, der direkt sitzt. Hoppla. Das ist der Luftfilter, ja. Der sitzt auch direkt auf unserem Turbolader. Und daneben ist direkt der Ladeluftkühler. Das, wenn wir... mal richtig schön Steine mitnehmen. Manuel, da kommt gerade ein Kieslaster aus der Grube und wir haben exakt den Kollegen hinter vor uns. Ja, dann ist das Ladedruckthema ganz schnell abgehakt. Wunderbar, gut. Dann machen wir mal komplett schwarz. Also klar, das würde ich hier auch clean fühlen, aber dann müssen wir das komplett schwarz machen. Okay, wie gesagt, ich hätte gerne die Einlässe mit den Originalen, aber na gut, wir müssen den sauren Apfel beißen. Machen wir weiter. Wir haben Kotflügel. Wir haben White Body Kotflügel und die persönlich finde ich gerade sehr, sehr, sehr geil. Ich habe mit was anderen gerechnet und habe mir gedacht so... Weiß ich nicht, wie ich das auf 928 fühle, aber wir nehmen einfach die Originallinie und ziehen die halt komplett richtig weit raus. Das Burn-Gerät hat einfach wunderbar funktioniert, der Lack ist nicht gerissen, 928 hat einfach gutes Blech.
Und dann, guck hier, dann, ja, das ist schon geil, das nehmen wir, Alter, das ist ja geil. Ich habe mit Angenieten gerechnet, wie gesagt, das hätte ich nicht so gefühlt, aber das, fühle ich schon ein bisschen, fühle ich ein bisschen, ist gut. So, Felgen, muss ich sagen, ich glaube, wir werden Originale lassen, weil die sehen halt einfach cool aus. Die haben einen gewissen Vibe und der muss draufbleiben. Aber wir machen den Namendeckel einfach mal hier schön das Porsche-Logo einfarbig. Dann sieht das schön clean aus. Ich muss sagen, ich mag die Felgen. Die sehen gut aus. Die haben was. So, Spiegel haben wir in... Ist das Carbon oder lackiert? Ist es Carbon? Und wir haben Motorsportspiegel. Nee, dann lassen wir original. Finde ich in der Wagenfarbe schöner. So, hinten auch nochmal... Oh, Junge. Das Problem ist, wir müssten ein bisschen mehr Fitment haben. Aber die Tiefe kommt dadurch gut zu tragen. Guck mal, wie der da hinten am Versenken ist, der Mann, Junge. Die Titanic ist ein Scheiß dagegen. Finde ich gut. Ran damit. Sehr gut. So, Heckspoiler. Jetzt bin ich mal interessant, weil der Original, der sieht schon gut aus. Wir können gar keinen machen. Das finde ich ein bisschen... Aber wir kriegen auch Scheibenwischer und Antenne. Ist aber ganz gut. Oh, okay. Nee, vergiss es. Das ist hier auch ganz gut. Ui, das ist aber auch ganz lecker Schmecker. Dann haben wir hier noch einen Doppelspoiler. Ja, finde ich aber auch. Ist das einfach der Originale noch drauf? Ja, das ist einfach mit dem Original. Das ist eine Kombination hier. Die sehe ich mich aber. Ja, der Mund. Nee. Da sehe ich mich hier. Alter, da sehe ich mich aber sowas von da. Hallöchen. So, Stoßstange hinten. Nein, wir machen die Rückleuchten nicht schwarz. Also, ich finde die Originalen halt wirklich schön. Das machen wir jetzt hier hinten nicht. LED-Rückleuchten. Ja, vielleicht verändere ich meine Meinung schon wieder. Das kann durchaus passieren. Junge, das ist aber eine Bazooka auch für den 928. Junge, das ist viel Endrohr für das Auto. Dann haben wir diese kleinen Lippe mit zwei Endröhrchen. Aber ich hätte gerne ein Endrohr, bin ich ehrlich. Nee, also der Diffuser gefällt mir, die End- oder Endrohr-Style. Der funktioniert für mich nicht am 928. Okay, das funktioniert für mich am 928. Alter Verwalter, das funktioniert aber sowas von. Das reicht, weil es mit der Frontstange super gut miteinander funktioniert. Junge, hier funktioniert aber viele Dinge miteinander. Ja, das funktioniert sehr gut. Wir nehmen aber die originalen Rückleuchten. Ich weiß nicht, warum. Nee, die LED fühle ich immer noch nicht. Nee, die LED fühle ich weiter nicht. So, wir machen mal im Innenraum schön bleu. Le bleu, machen wir le bleu. Wunderbar. Blaue Nähte. Ja, blaue Nähte fühle ich. Schön Alcantara. Gut, die Mittelkonsole können wir nicht ändern. Da bleiben wir schön bei schönem Plastik. Aber das passt ja ganz gut zu dem. Oh, ich muss sagen. Alter, vor allem. Also. Alter, wir gehen nochmal kurz auf ihn drauf. Warte mal ganz kurz. So, nochmal hier, damit wir uns den Wagen nochmal kurz anschauen können. Also, wie gesagt, Fitment hinten, ne, natürlich klar. Da können wir noch einen Omnibus daneben stellen. Aber der ist ja hinten jetzt für so tief gekommen. Ja, finde ich eine solide Nummer. Ey, kein Scheiß. Also, für 928. Finde ich gut. Also, muss ich sagen. Fühle ich schon ein bisschen. Wie gesagt, Scheinwerfer hätten vorhin nicht modern gemusst, aber ey, alles gut. Alles gut. So, jetzt machen wir nochmal ein paar schöne Reifen drauf. Profillose Asphaltreifen. Schönes Slick, das fühle ich auf dem Auto einfach. Scheibentönung, nee, muss nicht sein. Ja, wunderbar. Perfekt. Okay, Performance hat er ja schon bekommen von den Jungs von Ubisoft, von dem dieser Account wiedergestellt worden ist. Danke, geht raus. Kuss. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus und eine Fahrt mit diesem Kfz. So, wir sind draußen, meine Damen und Herren. Und drehen mal ein kleines Röhnchen mit unserem wunderbaren 928 S4. Ich muss sagen, ich finde den Doppelspoiler sehr geil. Also den originalen Spoiler und dann noch so einen schönen Ducktail, der das Heck umrahmt. Ja, das ist schon, da hat schon jemand gutes Händchen bewiesen. Muss man einfach sagen. Da hat jemand gesagt so, weißt du was? Das mache ich jetzt richtig gut. Wirklich. Und die originalen Rückleuchten, wie gesagt, ich fühle die am Heck halt eh noch viel mehr. Also das muss schon sein. Das ist schon verpflichtend. Muss man einfach ganz klar sagen. Und Innenraum. Geh mal rein hier. Ah, es ist ein schönes Auto. Man muss es einfach sagen. Es ist ein schönes Auto. Ich mache mal gerade ganz kurz das Radio. Mal ganz kurz hier ganz Klappe zu, weil Papa muss jetzt hier mal ganz kurz dem 928 lauschen. Okay, danke schön. Na, tschüss. Die Erwachsenen spielen, ne? Oh ja. Na doch. Ich finde das Ding halt optisch jetzt ganz cool, muss ich sagen. Also ist Seitenschwelle hätte er noch gebraucht, ja? Aber, ja, wie gesagt, mit den Scheinwerfern vorne, da muss er mit klarkommen. Ich muss mal kurz hier stumm schalten. Ja, man meinte mir da mal gerade kurz in die Parade reinzuquatschen. Wenn hier einer redet, dann bin ich das, ne? Ja, wunderbar. Die Stoßstange habe ich ja vorne nur genommen, weil, Stoßstange wollte ich haben, genau. Ich wollte die Stoßstange haben, aber deswegen habe ich die Scheinwerfer genommen, weil es die ja nicht mit Original gibt. Ne? Das wäre schon, wie finden wir das schon ganz cool gewesen. Weil der Ladeluftkühler und der Turbo da unten, das ist schon ein fancy Detail. Wie gesagt, das hält so lange, bis einmal ein Kieslaster vor dir meint, mal kurz die Straße zu säumen. Dann wird das ein ganz unangenehmes Geräusch von Ladedruckverlust aus der Hölle. Aber naja, lassen wir das. Mein Gott, passiert dem Besten. Das ist dann halt einfach so. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Da muss man einfach mit klarkommen. Aber ich finde den echt schön. Also wirklich. Vor allem, das Fitment ist halt einfach geil. Leute, guckt nicht so sehr auf euer Fitment, während ihr gegen Leitplanken fahrt.
nach vorne schauen, wenn ihr Vollgas gebt. Nee, aber das sieht man hinten schon gut. Guck mal, wie geil versenkt der fährt, Junge. Das ist schon ein bisschen nice. Das fühle ich schon ein bisschen. Deswegen muss ich mir den unbedingt angucken. Wie gesagt, ich finde die Gebaureihe halt einfach cool. Ich finde 9820 und so halt einfach cool. So, wie das ist einfach ein cooles Auto. So, that's how it is. So, ich würde sagen, fahren wir mal ein Rennen. So, schön im wunderbaren Detroit Downtown. So, wenn ich wo, dann in Detroit. So. Papa, mach's Tor auf. Ab geht's. So, wo sind die Jungs? Wo seid ihr denn? Guck mal, hier sind unsere Ami-Freunde. Die kriegen jetzt schön von dem 928. Jetzt viel mal richtig eine Packung, sag ich euch. Jetzt wird's lustig. Freut euch drauf. Wird unangenehm für euch. Wird richtig unangenehm für euch. Oder für mich. Aber ich glaube für die. Ich habe so ein leichtes Traktionsproblem am Start mit diesem Fahrzeug. Merkt man vielleicht. Man hört sehr viel. Nee. Das ist die Traktion, die verloren geht. Ich dachte, erklär's mal, so funktioniert die Traktion. Also wenn sie verloren geht, nicht so funktioniert die Traktion, so funktioniert es halt genau nicht. So, das sollten wir aufgeklärt haben, so funktioniert sie genau nicht. Ne? Schön. Haben wir das auch geklärt? Ich finde gut, dass wir hier uns. Das war selben, wisst ihr, wie ich meine. Bin gerade ein bisschen mit der Gesamtsituation hier. Schwierig. Toll. So. Fährt sich mal gut. Ein bisschen driftig manchmal, der Kleine. Also so Watching. Ja, so, es ist aus Kurven raus. Da kommt mal manchmal so ein kleiner, weißt du? Kleiner Quersteher. Das ist genau das, wo wir gerade drüber reden haben, wie Traktion nicht funktioniert. Aber so aus Kurven raus, da hier, ihr seht das, so ein bisschen driftig, der Kleine. Weiß nicht warum. Aber da meint er immer mal ein bisschen das Heck rumzuschmeißen. Was ich nicht ganz so geil finde, weil ich würde gerne eigentlich das Heck gerne bei mir behalten und einfach die Kurve schön grip-lastig fahren. Aber. Und dann. Ich beschwere mich nie wieder über dieses Auto, der Wagen ist perfekt. Der 928 hat sich gerade entschieden, okay, mecker weiter rum, dann nehme ich halt noch weitere Bäume mit, okay, und ja. Meine große Klappe mit, ich fahre den Amis jetzt komplett um die Ohren, wird damit, a little bit schwieriger. Ja, ein bisschen schwieriger. Egal, ist gut, wir haben jetzt eine schöne Gerade. Das ist eigentlich deren Gebiet. Aber ich habe verdammt viel Nitro. Und dann passt das schon. Wo ich mir auch jedes Mal, wenn ich eine Laterne mitnehme, denke ich mir, freut sich mein Ladeluftkühler schon, ne? Ey, den Ladeluftkühler so offen da vorne hin zu platzieren, okay. Aber den Luftpilz und den Turbo direkt offen in die Stoßstange ganz unten. Mann, du, ich weiß nicht, ob das so eine vernünftige, also ich weiß nicht, ob das so eine smarte Positionierung für einen Turbolader ist. Aber, naja, ich glaube, hier ist eher Form over Function, ne? Ich glaube, das ist die Richtung, die wir eingeschlagen haben. Das soll gut aussehen. Funktion ist jetzt eher irrelevant. Sag mal, wie das ist. Er ist eher irrelevant. Aber Highlight, muss ich sagen, ist wirklich die Spoiler-Kombination. Ich glaube, er ist ein bisschen größer als der Original, den wir jetzt da oben drauf haben. Und dann diese Ducktail da außen rum, das funktioniert einfach. Das ist auch so ein schönes Detail von den Autos damals. Da gab es ja viele, die so eine Spoiler-Leiste, nenne ich sie jetzt mal, aus so einem Gummiplastik, was auch immer da ist, so ums Heck herum laufen hatten. Ne? Sieht einfach gut aus. Ich meine, Scirocco und so hatten das auch. Das ist einfach ein schönes Detail. Und das funktioniert hier am 928 S4 auch erstaunlich gut. Muss man einfach ganz klar sagen. Hoppala. Moin. Jo. Bisschen driftig wieder. Einfach schön mit einem kleinen Boost gegenkontern. Bisschen mit Nitro aus der Kurve raus. Und dann ist das mit dem Drifty hier einfach gegessen. Easy going. So. Da ich Top 3. Check. Ein bisschen Cash dazu bekommen. Wunderbärchen. Das lief doch gut. Also, wenn man jetzt die Kollision mit dem Baum einfach aus. Das war knapp, meine Fresse. Nicht nämlich reinfahren. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Also, wenn wir den Baum jetzt außen vor lassen. Aber wir lassen den Baum hier außen vor, weil. Warum sollten wir über den Baum reden? Da gibt es ja gar keine Gründe für. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt es schon Gründe, diesem Video einen Daumen runter zu lassen. Das würde mich schon sehr freuen. Bin ich wirklich ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, schaut gerne nächstes Video wieder rein. Wie gesagt, wir machen gleich noch ein schönes Video, wo wir eben über Blizzard Rush quatschen, Blizzard Rush zocken. Ne? Weil das Schöne ist, alle Episoden, also alle Rennen tauchen auf einmal auf. Nicht wie bei vielen der anderen Updates vorher, wo dann alle zwei Wochen mal was reinkam und jede Woche. Und ne, jetzt kommt immer alle fünf direkt hintereinander und ne, wir uns das mal anschauen. Dementsprechend, da sehen wir uns wieder. Ich werde mit raus. Bis dann und tschö. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put